Hallöchen. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum Schminken. So, ich fange hier mal von vorne an. Ja, ihr habt gerade mein Outfit gesehen. Ich habe gerade mal überlegt, weil bei mir ist es wirklich so, ich stimme mein Make-up auf mein Outfit ab. Macht das Sinn? Ich mache es so, genau. So, ich habe jetzt hier einfach alles irgendwie hingeschmissen, weil natürlich habe ich länger für das Outfit gebraucht, als an sich zum Schminken und so was. Und ich fange jetzt hier irgendwie an. Gut. Also, meine Nägel sind sauber, aber mein Nagellack, naja, lässt jetzt zu wünschen übrig. Also, die Catrice Allround Concealer Palette habe ich mir mal gegönnt. So, daraus benutze ich jetzt einfach den Ton als Eyeshadow Base, weil ich meine irgendwie gerade nicht finde und die Hälfte meiner Schminke steckt im Auto. Ich schminke mich jetzt irgendwie ohne großen Tamtam. Ihr habt gesehen, mein Outfit ist eher sporty. Also ich bin hier nicht so die elegante in High Heels. So. So, dann den helleren Ton ganz außen. Unter die Augen. Alles hier mit Finger. Mach ich immer mit Finger. Ich gucke hier immer in das Display. Ich sollte aber vielleicht auch mal einen Spiegel zur Hand nehmen, der ist so klein. Quatsch, der ist gar nicht groß. Nein. Okay. So. Den stelle ich wohin. Hoffentlich schmeiße ich jetzt nichts um. Nein, muss ich den mal einmal wieder zur Hand nehmen. So, ich habe immer noch meinen Dusselzopf, aber ihr seht mich gleich vollständig. Da braucht ihr keine Sorge zu haben. So, jetzt nehme ich hier so einen Pinsel. Mein richtiger ist wie gesagt im Auto. Ich benutze hier jetzt, wie nennt man das? Die zweiten Wahlpinsel. Die zweite Wahlpinsel. Die Augen. Wollte ich gerade sagen, mache ich nicht so stark, aber Hauptsache hier Schimmerlidschatten. Warte, ich kann noch mal ran. So. Müsste mal hier wieder reinkommen. Also, es ist von Kiko die Nummer 118. So ein hellbeiger, schimmriger Ton. Bah, ich hasse das, wenn ich so Schmuck in den Augen habe. So. Dann haben wir das auch. Jetzt nehme ich von Kiko die Nummer 133. Das ist so ein bräunlich-beeriger Ton. Schimmert auch ein bisschen. Damit akzentuiere ich, ist einfach meine Lidfalte ein bisschen. So, gar nicht viel Schnickschnack, weil meine Lippen möchte ich da dann lieber ein bisschen mehr betonen. Kaum groß der Spiegel. Nein. Der sollte eigentlich an der Wand hängen. So, jetzt gehe ich nochmal in den hellen Ton rein mit einem etwas kleineren Pinsel. Der sollte hell sein. Nee, da bin ich. So, dann gebe ich noch von MNY, die Marke gibt es gar nicht mehr, die Nummer 441, auch mit diesem rundlichen Pinsel nochmal in die Lidfalte. Vielleicht macht das Sinn, vielleicht auch nicht. Weil die Farbe eigentlich ziemlich unscheinbar ist und auch, glaube ich, nicht so gut deckt, aber irgendwie brauche ich das gerade. Jetzt machen wir weiter mit, genau, einem Gel-Aligner-Pinsel, der ist von HEMA. Den habe ich mir gekauft, als ich in Amsterdam war. Und den Gel-Aligner 01 Midnight in Paris von Essence. Und zaubere mir einen Wing. Eyeliner-Strich.
Ohne Moment, schon. Das muss ich aber hier anders machen. So, ich habe jetzt meinen Eyeliner gemacht, weißen Kajal, den von NYX in 604 Milk auf meine Wasserlinie aufgetragen und dann einfach mit den Fingern so ein bisschen verwischt, dass das doch nicht allzu stark ist. Gleich korrigiere ich das nochmal ein bisschen. Und meine Wimpern unten mit der Isle of Extreme Mascara getuscht. Das mache ich dann jetzt auch noch einmal oben mit euch zusammen. Den Rest mache ich gleich, weil meine Speicherkarte nicht mehr so viel Platz hat. Wie immer natürlich. So, jetzt ziehe ich meine Augenbrauen mit dem Augenbrauengel von Alverde nach. Nein, bürste meine Augenbrauen. Also. In der Farbe 01 Blond. Dann nehme ich mein Essence Puder in 40 Natural Beauty. Das ist so ein Blush. Konturiere damit meine Wangen. Und hier. Währenddessen zoome ich euch nochmal raus. Und zum Abschluss gebe ich den Kiko-Lippenstift in 392. Ja, eigentlich könnt ihr auch alle selber lesen. Eigentlich sage ich es ja. So. Auch an den Lippen. So. Leute, es muss schnell gehen. Meine Haare öffne ich noch für euch. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die Kamera läuft noch. Ja. Ich gehe natürlich nicht so. Ich blende noch ein Foto ein. Und bis dann. Schreibt mir in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat. Und ob ich sowas mal öfters machen soll.